Hallo und herzlich willkommen zu Hätten Sie es gewusst. Auch heute haben wir wieder eine ganz besondere Frage an die Gladbacher. Was war eigentlich das JHQ und wofür stehen die Buchstaben? Nein, sorry. Marco, oder was? Nee. JHQ sagt mir aber was. Ja. Gar keine Idee. Nee, sagen Sie was. Das ist in Rheindahlen. Das ist ein ehemaliges Quartier von Soldaten. Das war's. Ja. Was ist das denn? Hauptquartier von den Engländern früher. Ja, richtig. Richtung Rheindahl in Hart. Ja, das Hauptquartier in Hart. Das ist das ehemalige britische Gelände. Amerikanisch, britisch. Das Gelände in Hart? Ja, was für ein Gelände denn? Militärgelände. Ja. Habt ihr eine Idee, wofür J, H oder Q stehen könnten? Ja, das war ja früher besetzt von den Engländern, glaube ich. Ne? Eine Idee, was das bedeutet? Nee. Bin ich überfragt. Hauptquartier, also Headquarter, ja. Aber das J habe ich vergessen. Muss ich überlegen, was J heißt. Das habe ich mal gewusst. Das war direkt meine nächste ja. Frage. Headquarter ist klar. Ja. Und J habe ich vergessen. Joint. Ah ja. Wie? Ja. Joint. Smoke weed every day. Ja. Joint Headquarters, ja. 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 Habe ich mal gelesen, aber wenn man mich das nur alle 3 Jahre fragt, dann vergesse ich das. Joint Headquarters. Dann fragen wir Sie das nächstes Jahr einfach wieder. Okay. Wie viel Uhr treffen wir uns in 3 Jahren, nächstes Jahr so? Um drei. Nächstes Jahr um 3. Ist ein Date. Ne? Dann lösen wir mal auf. Das JHQ ist eine englische Abkürzung und heißt Joint Headquarters, also auf Deutsch gemeinsames Hauptquartier. Dieses Hauptquartier wurde seit 1954 von den britischen Streitkräften und der NATO als Militärbasis betrieben. Der linksrheinische Standort Gladbach wurde nicht zufällig gewählt, denn er bot im Kalten Krieg gute Bedingungen, den Rhein nach Osten zu sichern. Für rund 170 Millionen Mark entstand ein ganzer Stadtteil mit 2000 Gebäuden, inklusive Schulen, Kirchen und Theatern für rund 12.000 Bewohnern. Nach dem Kalten Krieg verlor der Standort mehr und mehr an Bedeutung und wurde bis 2013 stückweise geschlossen. Heute beherbergt das Gebiet eine Flüchtlingsunterkunft. In Zukunft soll das Gebiet renaturiert werden. Hätten Sie es gewusst?